Wir freuen uns auf unseren ersten Finalisten. Applaus bitte für Renato Kaiser. Ja, vielen Dank, das ist sehr lieb. Mein Text trägt den Titel Wie dumm von mir. Ich stehe mit meiner großen Schwester auf einem Spielplatz. Ihr Kind sitzt auf der Schaukel, wir reden über dieses und jenes. Nach ein paar Minuten sagt sie, das wird ja langsam weitergehen können. Weiter oben, da gäbe es noch einen Spielplatz. Auf dem Spielplatz hier unten würden sich ohnehin nur die Flügelmuttern treffen. Und ich komme mir dumm vor, denn ich weiß nicht, was sie meint. Also frage ich sie, was sie meint, und sie sagt, ja, Tschusche halt, Tabasche, Dusnender. Und nun weiß ich, was sie meint. Ich erinnere mich an früher, an meine Schulzeit und daran, dass wir die Schulkinder aus dem Balkan immer so genannt hatten. Wobei das nicht wirklich stimmt. Eigentlich hatten wir sie nicht immer so genannt. Eine von uns hat es mal aufgeschnappt, zu Hause, bei einem Erwachsenen, wie man der Große, wie wir die Erwachsenen damals nannten. Und immer wenn dieser eine dann anfing, von Flügelmuttern zu reden, dann kam ich mir so dumm vor, denn ich wusste nicht, was Flügelmuttern eigentlich sind. Also ging ich nach Hause, fragte meinen Vater und er klärte mich auf über Schrauben und Fassungen und Muttern. Von da an wusste ich, was Flügelmuttern sind und daher weiß ich es auch jetzt. Jetzt in diesem Moment, wenn meine große Schwester dieses Wort wiederholt und mir dabei verschwörerisch lächelnd zuzwinkert auf der Suche nach einem Komplizen, der ich hier nicht sein kann. Also sage ich nichts, doch sie schaut und wartet und ich schweige, aber weil sie so schaut und wartet, muss ich was sagen und ich sage, ich has nicht gern, wenn man denen so seid. Was aber nicht die richtige Antwort ist, zumindest nicht aus ihrer Sicht. Natürlich herrscht sofort betretenes Schweigen und schon komme ich mir wieder so dumm vor. Und das wäre jetzt nicht schon genug, stößt meine Freundin dazu und fragt das, was hast du nicht so gern, wenn man wem wir seid? Und ich schaue zu meiner Schwester, dann zu meiner Freundin, dann auf den Boden, komme mir dumm vor, schaue zu meiner Freundin und kläre sie auf über Schrauben und Fassungen und Muttern. Doch sie versteht mich ganz und fragt, ja, aber warum seid man denen so? Und ich schaue zu meiner Schwester, sie schaut zu mir, dann auf den Boden. Ich schaue auf den Boden, komme mir dumm vor, weil ich das jetzt sagen muss. Schaue zu meiner Freundin und sage, man seid denen so, weil sie oft abstehende Ohren hegen. Halt wie Flügelmutter. Oh, das ist aber gemein. Ja, ist es, sage ich und komme mir dumm vor, weil ich so etwas Offensichtliches sagen muss. Und meine Schwester sagt, dass sie das ja gar nicht böse meint. Es findet sie auch gar nicht schlimm. Sie wisse ja nicht genau, wo die herkämen. Und außerdem sage man zu den Schwarzen ja auch Schwarze. Und ich sage ja schon, aber du sagst zu den Schwarzen ja auch nicht Neger. Das sagst du ja auch nicht. Und sie schweigt. Und ich komme mir dumm vor, weil ich du sagst gesagt habe und nicht weiß, ob sie du sagst als Mann sagt aufgefasst hat oder als du sagst. Und ich traue mich nicht näher nachzufragen und sage dann halt einfach nur, dass es ja nicht darum ging, ob sie es schlimm finde, wie sie die anderen nenne, sondern ob die anderen es schlimm finden, so genannt zu werden. Und schon komme ich mir wieder so dumm vor, weil das so simpel klingt. Ich komme mir dumm vor, weil ich überrascht bin. Ich komme mir dumm vor, weil ich nicht damit gerechnet hatte. Weil ich irgendwie dachte, dass Erwachsene eben groß sie sind. Weil ich irgendwie dachte, dass Mütter niemals was Schlechtes sagen. Weil ich irgendwie dachte, dass ich meiner großen Schwester niemals widersprechen müsste. So wie ich früher immer dachte, dass es einen Weihnachtsmann gibt und dass er das Recht habe, mir zu sagen, was ich schlecht gemacht hätte. Und dass vor ihm einen Rat zu schlagen, mein schlechtes Verhalten rückgängig machen würde. Wie dumm von mir. So wie ich früher auch immer dachte, dass es auf der Welt bald keine Kriege mehr geben könne. Schließlich haben die Menschheit doch schon zwei große gehabt und bestimmt daraus gelernt. Wie dumm von mir. Und so wie ich später auch immer dachte, dass die Welt immer offener werden würde, weil wir jetzt ja schließlich dieses Internet haben. Und dann stolper ich jeden zweiten Tag über Dutzende Facebook-Kommentare und Internetleserbriefe, in denen anonyme User offen dazu aufrufen, diese Frauen doch bitte endlich wieder an den Herd zu ketten, diese Schwulen doch bitte endlich mal alle zu heilen, das Drecks-Asylanten-Dreckspack auszuschaffen und die Juden zurück in die Dusche zu schicken. Ja, und ich lese das mit großen Augen und sage, hi, dass es das Hypnogit gibt. So als ob pure Modernität, das simple Vergehen von Zeit und die stetig wachsende Vielfalt von Möglichkeiten, Konservatismus und Engstirnigkeit einfach so von ganz alleine vertreibt.
Wie dumm von mir. Und während ich über all das nachdenke, merke ich gar nicht, dass meine Schwester etwas zu mir sagen will. Ja gut, vielleicht müssen wir schon ein bisschen überlegen, wie man denen so sagt, hä? Ja, vielleicht. Ja, aber was soll ich denen denn sagen? Jugos. Weiß nicht, sage ich und komme mir dumm vor, weil ich es eigentlich weiß. Und nun stehe ich mit meiner großen Schwester auf einem Spielplatz. Ihr Kind sitzt auf der Schaukel, wir reden über dieses und jenes. Wir reden nicht über den Spielplatz weiter unten. Wir reden nicht über Kinder, Erwachsene und Große. Und wir reden nicht über Schrauben und Fassungen und Muttern. Vielen Dank.